Moin YouTube! Sonniger Sonntag. Ich hoffe, man kann mich durch meine Skimaske verstehen. Ich habe gedacht, ich drehe mal eine kurze Runde. Wir haben Sonne und in der Sonne angeblich 6 Grad. Ja, es ist kalt. Kurze Rhein-Hessen-Runde, so die Idee. Es ist wirklich angenehm in der Sonne. Ein Problem, das ich ja mit der XR habe, ist der Kupplungshebel. Er ist unheimlich weit vorne, das haben einige Menschen schon. Bemängelt. Ich auch. Ist nicht so angenehm, ja. Mit solchen Handschuhen geht's. Mit anderen Handschuhen habe ich. Und ich muss trotzdem immer unheimlich nach vorne greifen. Also ich glaube, das Geld sollte ich schnellstens ausgeben für andere. Die Original BMW HP finde ich gut. Oder Zubehör, die ein bisschen günstiger sind. Schauen wir mal. Also bis jetzt vermitteln die Roadtec ein gutes Gefühl. Natürlich, bei dem Wetter traue ich mich jetzt nicht so runter, bei den Straßenverhältnissen, aber es ist zumindest mal was. Heizgriffe. Haben auch andere schon gesagt, sind etwas schwach an der XR. Muss ich leider sagen, sind wirklich schwach. Also das ist ein Witz. Die könnten müssten deutlich stärker sein. Das werde ich mal reklamieren. Denn ich denke mir doch eigentlich, das kann doch gar nicht so groß anders sein, als muss doch mehr oder weniger der gleiche Heizgriff sein, den die GS auch hat. Das kann doch gar nicht anders sein. Und da ist doch nur die Steuerung irgendwie anders. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Auf jeden Fall anders als die Pirelli. Auf jeden Fall anders. Ist Rheinhessen nicht schön hier? Oh, der Wind. Ist Rheinhessen nicht schön? Ich muss mich entschuldigen, dass es bislang fast nur gerade Strecken gab. Das soll natürlich beim nächsten Motovlog anders sein. Aber ja,
es soll die nächsten Tage wieder wärmer werden bei uns. Das heißt, vielleicht kann ich ja nächste Woche oder nächstes Wochenende doch noch mal ein bisschen fahren. Also ich höre mich durch die Skimaske irgendwie ganz komisch. Mal sehen, wie das später rauskommt. Außerdem läuft der Speichel nicht so ab. Mache ich jetzt mit dem Speichel. Also ich habe die Maschine jetzt 1200 Kilometer in knapp 6 Wochen wahrscheinlich. In Anbetracht der Jahreszeit ist das okay. Laut Bordcomputer mit einem Durchschnittsverbrauch von 6,7. Da das ja ein bisschen zu wenig anzeigt, ist das schon nicht ohne. Ja, ich habe ja gesagt, ich mache irgendwann ein Review. Jetzt nicht heute, sondern wenn es warm ist. Wenn ich mal mehr Kilometer drauf habe, so 2500 plus, dann mache ich mal ein Owner's Review. Denn es gibt halt so ein paar Sachen wie der, das ist wie, dieser Kupplungshebel, das ist halt einfach suboptimal, ist das richtige Wort wahrscheinlich. Der schöne Ort Westhoven. Das wäre ja auch mal eine Idee. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich eine Orientierungstour durch Rheinhessen machen soll. Westhoven, Osthoven, Südhoven, Nordhoven, nein. Also West- und Osthoven gibt's. Und die ganzen anderen Ortschaften. Könnte man ja mal machen. Wir leben hier in dem größten Weinanbaugebiet Deutschlands. Ich glaube, wir sind ein klein wenig größer als die Pfalz. Und wenn wir die Pfalz, die südlich liegt, noch dazu nehmen, sind wir sowieso die größten in Deutschland. Rheinland-Pfalz. Das hier ist Rheinhessen. Wir machen natürlich den besseren Wein, das ist ja klar. Und das ist jetzt keine Verarsche. Ich habe gerade gelesen, der neue Gomio ist draußen. Und da ist das Weingut Keller in Flörsheim-Dahlsheim. Da sind wir gestartet vorhin, habt ihr gar nicht gesehen. Mal wieder ausgezeichnet. Bester trockener Riesling und bester edelsüßer Riesling Deutschlands. Das ist nicht das erste Mal, dass der im Gomio ausgezeichnet worden ist. Rheinhessen hat also mal wieder, glaube ich, 3 oder 4 Preise abgeräumt. Darunter auch ein Staatsehrenpreis für ein Weingut in Bechtheim. So viel zum Thema Fun Facts. Jetzt werden die Finger langsam kalt. Also dieser Stoff hat überraschend lang durchgehalten und die Heizgriffe sind Katastrophe. Nicht einfach nur schlecht, das ist Katastrophe. Da muss was gemacht werden und wenn ich andere dran baue. Also BMW, das ist eine Schande für ein Motorrad, das ihr als Touren oder Adventure bezeichnet. Das hier ist nix. Das ist Frechheit. Also ich habe Oxford schon in der Hand gehabt. Die haben 5 Stufen. Ab Stufe 3 kannst du Würstchen drauf grillen. Das ist nix hier. Jetzt gucken wir mal. Das Stück, das jetzt kommt, das kenne ich von der Tiger noch. Und ich kenne auch das Fahrwerk der Tiger. Mal sehen, wie das jetzt hier auf Road. Ja, besser. Doch besser. Doch besser. Ich kritisiere dieses ESA immer. Nee, ist besser. Ist definitiv besser.
als das Fahrwerk auf der Tiger, trotz Wilbers Gabelfedern. Respekt. Okay. Falls XR-Fahrer eine gute Idee für einen Nachrüstkupplungshebel haben, ab in die Kommentare damit, denn den brauche ich wirklich, das geht nicht. Das geht nicht da. Eine Überraschung habe ich noch, wenn es funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ist der dritte Motovlog mit einer anderen Maschine, die ich gerne mal zeigen würde. Und ich hoffe, dass das trotz mangelndem Windschutz auch mit der Soundqualität was wird. Ja, mit diesen schönen Eindrücken einer winterlichen Landschaft Rheinhessen im Winter verabschiede ich mich. Lass euch da jetzt alleine. Wenn es euch wieder gefallen hat, gerne ein Like. Gerne ein Abo, könnt ihr unten auf das Wasserzeichen klicken. Ich freue mich über jeden Kommentar, jeden Like, jedes Abo. Von daher, bis demnächst. Ciao.